Das Regio-TV Plus ist für euch indoor nach dem legendären Portiunkeli-Fest. Und da ist auch dieses Jahr wieder mal Post abgegangen, so wie man sich das gewohnt ist vom vergangenen Jahr. Bei mir ist jetzt der Franz. Franz, sag mal, als ihr das dieses Jahr organisiert habt, war da ein bisschen ein grösserer Zulauf an Leuten, die unbedingt wollen ihren Stand präsentieren wollten? Oder hat man da zuerst alles wieder wecken müssen? Also, es ist so, wir haben das von der Gemeinde organisieren. Und dieses Jahr haben wir die Anmeldungen wieder den Teilnehmern zugeschickt. Und der Zulauf ist relativ gross, obwohl es noch verschiedene andere Anlässe hat in dem Zeitpunkt, wo dieses Jahr ist. Und von dem her können wir gerne die Märkte sehr gerne hier hin. Wie wählt ihr denn das aus? Du bist nicht allein, erzähl mal. Du hast ein kleines Gremium, das mit dir zusammen das hier alles im Auftrag erledigt. Ja, weil wir sind ein Gremium von drei Leuten. Zwei sind im Vordergrund und das Sekretariat möchte ich nicht gerne so weit im Vordergrund gehen, also im Hintergrund arbeiten. Und dann haben wir das selbst zwei gemacht. Und von den Anmeldungen her haben wir das Glück gehabt, dass jeder wieder seinen Platz bekommt, den er schon hatte. Jetzt, was hast du erlebt in dem Gewusel, das du gestern vor allem auch wieder warst? Ist klar, der Tag durch, es ist warm, da kommen nicht gerade so viele Leute. Aber kaum ist das einigermaßen mit der Temperatur runtergegangen, ist das Fest gestürmt worden. Was war dein Eindruck? Also mein Eindruck ist, bin ganz erstaunt, wie viele Leute gestern mit angekommen sind. Also das Portiungeli ist einfach immer so ein Anziehungspunkt der Leute. Und ich komme einfach, ist gleich, wie warm es ist. Kommen sie einfach gerne hierher, auch am Tag. Ich bin ganz erstaunt meistens. Und so macht immer der Zulauf der Leute ist extrem. Und das freut uns natürlich extrem. Jetzt hat es mich sehr gefreut, Franz, dass du heute mit mir angesessen bist. Normalerweise habe ich deinen Sohn, der Präsident ist von dem Marktverband. Wie heisst das genau? Wir sind der Schweizerische Marktverband Nordwestschweiz. Es gibt ja fünf Sektionen. Und wir sind auf der Nordwestschweiz-Sektion, die hier ich sage mal, dort verschiedene Märkte, die wir selber besichern. Die Zukunft des Portiunkeli? Sieht gut aus. Also mit dem neuen Neukopf, den wir haben, und mit dem tollen Team von Donach, also von der Gemeinde her, wo wir super zusammenarbeiten. Und es ist wirklich hammermässig. Es ist zwar eine riesengroße Arbeit, aber es war super gewesen.